Durchweg positiv dadurch, dass wir eigentlich als kleiner Verein gegen den großen VfL Oldenburg antreten mussten und die Saison trotzdem mit unserem Ziel die Meisterschaft beendet haben. Als Aufsteiger zusätzlich noch dazu. Schon sehr positiv. Und das Positivste ist, glaube ich, dass die 97er sind 15 Spieler, die nächstes Jahr in der Landesliga eigentlich mal selber spielen können. Letztes Jahr war es auch schon geglückt und dieses Jahr auch. Wir sind einfach nur glücklich und zufrieden mit dem Spiel auch heute gewesen. Zweite Halbzeit war VfL Oldenburg, glaube ich, die ersten Minuten am Drucker gewesen. Ich glaube, da sieht man es, dass wir alle, glaube ich, glücklich sind, zufrieden sind. Schön ist halt, dass die meisten weiterspielen können nächstes Jahr in der Landesliga. Haben sie für sich selber arbeitet und dann dürfen sie das nächstes Jahr auch selber spielen. Also die Jungs haben eine überragende Rückrunde gespielt. Wir waren zur Winterpause 6 Punkte hinter Haßbergen. Wir hatten bisher 13 Spiele, 12 Siege, ein Unentschieden. Das war wirklich eine tolle Rückrunde. Und heute hat vielleicht das Quäntchen Glück einfach gefehlt. Man gesehen hat, Haßbergen war in der zweiten Halbzeit zweimal vor dem Tor, macht 2 Tore. Ja, nach dem 1-1 waren wir drauf und dran, das Ding zu drehen. Vielleicht war es das Quäntchen Glück am Ende einfach, was uns gefehlt hat.